Auf nicht Wiedersehen, meine Herren. Alles dann mach's gut. Was sollst du jetzt machen? Geh mal. Das ist alles in bester Ordnung. Seine Bilderbuchschwangerschaft. Wie beim Pascal. Nur schlafen kann ich nicht mehr so richtig. Naja, wenn der Pascal jetzt mit uns weg ist, dann können Sie ja noch mal richtig ausruhen. Das wird ein bisschen kalt, gell? Hat denn Ihr Mann Urlaub genommen? Übernächste Woche. Er will bei der Geburt dabei sein. Was glauben Sie? Kommt es pünktlich? Ja, sieht ganz so aus. Na, der Muttermund ist noch nicht geöffnet. Aber Ihren Klinikkoffer, den haben Sie doch hoffentlich schon gepackt. Natürlich. Alles ist bereit. So, können Sie ein bisschen abputzen? Wenn nächste Woche was ist, die Praxis ist ganz normal geöffnet. Der Dr. Hallstein aus Innsbruck macht für mich Urlaubsvertretung. Und wenn das Baby partout nicht pünktlich kommen will, sind Sie bei ihm in den besten Händen. Der Pascal freut sich schon riesig auf die Woche mit Ihnen. Wir freuen uns auch. Endlich mal richtig ausspannen und Skifahren, abends ein bisschen Hüttenzauber. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Hoffentlich wird das Wetter schön. Oh ja. Wir sehen uns ja noch, wenn wir den Pascal abholen. Also, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Alles Liebe. Oh, quante belle figlie. Oh, quante belle figlie. Wow. quante belle figlie. Du bist eine Prinzessin. Ich bin ein Prinz, eure Hoheit. Du, Sabina, kannst du mir bitte schnell nach Hall fahren? Ich brauche nämlich ein Wachs und, ich brauche eine Skibrille. Was ist mit deiner Alten? Hast du sie etwa verloren? Na, verloren habe ich sie nicht, nur ich finde sie nicht mehr. Ey, komm, Munku, ich kann dich nicht fahren. Wir beide gehen jetzt zum Kinderfasching. Und eine neue Skibrille wirst du von deinem Taschengeld kaufen, weil du schon das dritte Paar verloren hast, Maxl. Dann suche ich sie eben noch. Guten
arbeiten darfst, frühestens in 10 Tagen wieder. Auch kein Pfusch bis dahin, gell? Doch, Herr Doktor. Fertig. Mach's gut. Fertig. Der Dr. Hallstein hat gerade angerufen. Er hat doch noch mal in die Klinik müssen. Wahrscheinlich schafft er es erst morgen früh. Wenn das nicht klappt, reißt bei der Max den Kopf ab. Na, er kommt ganz bestimmt, hat er gesagt. Na, hoffentlich. Sie können sicher sein, Herr Moser. Bei Dr. Hallstein sind Sie im besten. Na, danke. Magenperforation, Sie müssen sofort operieren. Peritonitis können wir nicht riskieren. Aber warum operiert nicht der Dr. Wolter? Sie haben mir doch Urlaub gegeben. Er ist krank, hat sich am Bein gebrochen. Man sollte Chirurgen jegliche Art von Sport verbieten. Narrisch worden? Weißt du, wie spät es ist? Jesus, na, jetzt habe ich doch gerade die Zeit vergessen. Ich habe nämlich geschaut, ob ich bei den alten Sachen was zum Spielen finde für die Julia. Wenn sie jetzt eine ganze Woche bei uns ist. Aber wie die Sabine kenne, bringt ihr einen ganzen Koffer voll Spielsachen mit. Na ja, aber es soll halt was sein, was es nur bei uns da gibt. Schön, der alte Bauernhof, gell? Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir den noch haben. Ja, und... Und was ich noch gefunden habe. Ach, die Barbara. Geh. Lass das alte Graffel. Jetzt schau doch einmal, wie schön die ist. Ja, ja. Aber du mach mal was zu essen. Ich muss gleich wieder weiter. Ja, ich mach dir schnell ein paar Spiegeleier, gell? Ja, das kann ich selber auch. Du, weißt, wen ich gesehen hab? Den Bichler-Karl. Was, den Bichler-Karl auf dem... Mhm. Ja, bitte, was wollen Sie? Also Bichler. Die wohnt nicht mehr da. Ah. Seit wann? Ja, schon über 2 Jahre. Bist du der Bichler Karl? Ja, ja, da bin ich. Weißt du, wo sie jetzt wohnt? Nein,
da weiß ich nichts. Neugierig, gell? Ja, sowieso. Was versteckst du denn da? Ah, Willi, grüß dich. Gut. Fallen Sie noch ein Stück Wurst. Jawohl. Geht in Ordnung, jawohl. Bitte. Ja, sag schon. Schau mal, was ich da hab. Ah, oh, ist das wertvoll. Schön. So ein altes Stück ist meistens wertvoll, die könnte glatt von dem Moosmeier sein. Schau dir mal den Falten da vorne und das Blau. In der Kirche von Tell steht eine, die schaut ganz genauso aus. Das wäre ja eine Geschichte. Eine echte Moosmeier-Figur auf dem Dachboden finden. Ja. Einmal hat einen echten Picasso für. Also einen echten Picasso für 3 Mark auf dem Flohmarkt gehabt. So was wird mir einmal passieren. Also ich hätte es taxieren muss. Das ist eine gute Idee, jawohl, das mache ich. Grüß dich Gott, Karl. Grüß Gott, Franzi. Und? Ich brauche die neue Adresse von der Angela. Ja, sie wohnt seit 2 Jahren im Greitwick, das neue Haus, unterm Wackerli. Ja, und geheiratet hat sie auch wieder. Ja, ja. Was willst du jetzt machen, ha? Arbeit suchen. Für die Gott, alles Gute, Karl, gell? Bitte. Also, schau. Hast du das böse Flackern in dem seine Augen gesehen? So schaut ein Mörder aus. Da die engen, die schmalen. Hör auf mit dem Gerede, Anna. Der ist ein gebrochener Mann. Mir tut er leid. Das ganze Leben zerstört. In ein paar Sekunden. Ich hab sie. Ah, und wo war sie? Bei den Schwimmsachen. Oh, sei doch so lieb und pack mir den noch mit ein. Warum nimmst du nicht den neuen mit, den ich dir gekauft habe? Ich habe mich so an ihn gewöhnt und mich immer wohlgefühlt damit. Ah, Caro mio, was bist du doch konservativ. Nur in der Kleidung, meine Liebe, nur in der Kleidung. Ihr müsst jetzt mit der Prinzessin tanzen. Solltest du dich nicht umziehen, Schitscha? Ach komm, lass sie. Es ist doch noch Fasching. Darf ich die Prinzessin um diesen Tanz bitten? Oui! Amici, una canzone, par favor. Oh, quante belle figlie, madame Doré. Darf ich den Kronprinzen auch zum Tanz bitten? Se ne date una madame Doré. Ich war recht auf mein Kind. Du hast keine Rechte mehr, das weißt du. Geh. Ja.
Schön hast du es jetzt. Gratuliere. Warum bist du hergekommen? Schau. Ich hab gedacht, vielleicht wird wieder alles gut, so wie früher. Wie kannst du das erwarten? Nach dem ganzen Unglück, das du über uns gebracht hast. So unglücklich schaust du gar nicht aus. Hast du ja gleich wieder angeangelt, hm? Ins gemachte Nest gesetzt. Hör auf! Natürlich schon was anderes, als wenn man allein in der Zelle sitzt und nur darüber nachdenken kann, wie glücklich man früher einmal war. Geh jetzt, Karl. Bitte. Ja, ja. Ich könnte eifersüchtig werden, der Herr Galan. Aber mein Bub freut sich vielleicht. Pascal ist nicht da. Warte halt. Das hat keinen Zweck. Er wird die eh nicht sehen wollen. Ja, das soll er mal aber selber ins Gesicht sagen. Bitte, Karl. Wenn du deinen Buben nur irgendwie magst, lass ihn in Ruhe. Er hat schon genug durchgemacht wegen dir. Wegen mir? Dass du eigentlich an allem schuld bist, hast du ihm wahrscheinlich immer noch nicht gesagt. Du bist ja krank. Natürlich bin ich krank. Freilich bin ich krank. Du hast mich auch krank gemacht. Mein ganzes Leben hast du mir verpfuscht. Aber mein Kind lasse ich mir von dir nicht wegnehmen. Verlass sofort mein Haus. Oder ich zeig dir an. Wegen Hausfriedensbruch. Mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Na komm, jetzt sind doch die Socken sortiert. Die Koffer sind fast gepackt, der Dr. Hallstein ist hier. Was soll jetzt noch schief gehen? Ich war noch niemals eine ganze Woche lang von Julia getrennt. Mach dir nicht zu viele Sorgen. Bei der Franzi und beim Pankraz ist sie doch fast wie zu Hause. Es fällt mir eben schwer, mich von ihr zu trennen. Mir doch auch. Meinst du, es wäre sehr schlimm, wenn ihr alleine Skifahren geht und ich bleibe mit Julia hier? Na, das kannst du doch dem Maxl nicht antun. Und mir auch nicht. Ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, endlich mal wieder mit dir allein zu sein. Soli, vergiss bitte die jungen Wilden nicht. Gerade deswegen. Vielleicht wollen die drei auch mal was allein unternehmen. Und dann haben wir Zeit für uns. Na ja, meinetwegen wollen wir mal sehen, ob du wirklich recht behältst. Bestimmt. Für deren Snowboarder sind wir Skifahrer doch ein alter Hut. So alt sind wir nun auch wieder nicht. Aber eine Woche ist ziemlich lang. Weißt du was? Wenn die Julia wirklich unglücklich ist bei der Franzi und wenn du es partout nicht aushältst ohne sie, fährst einfach hier zurück. Kommst du ein paar Tage allein zurecht? Natürlich. Bleib nach Hause, Mull. Bleib nach Hause jetzt. Drei. Ich geh nicht da. Vierer. Ich geh nicht. Geh zu. Ja. Ich kann mir das Handy mit aus. Du, schau her. Grüß dich. Grüß dich. An Roden.
Na, dann gib mir lieber einen doppelten Aufschlag. Na, der traut sich was. Ja, er wird wohl nicht da bleiben, hä? Ja, ich hatte lebenslänglich. Ja. Wenigstens Lokalverbot gehört. Lamazol? Ich glaube, ich gehe besser. Also, dass ich da festsaft, dann gehe ich auch. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Gerannte T-Shirt. Zahlen musst nix. Aber gehen musst schon. Schlüssel braucht ein Zimmer. Tut mir leid, hab kein Zimmer frei. Heute nicht. Und auch nicht in der nächsten Zeit. Muss da heute was anderes suchen. Ach, so ist es. Ja, so ist das. Stimmt schon. Schlafen, gell? Was suchst denn du hier? Ja, ich hab nicht gewusst, wo ich schlafen soll, hab ich mich da reingelegt. Verschwind so, gell? Und lass dich ja noch mehr hier blicken. Jetzt, Toni, jetzt tu doch nicht das so. Verschwind endlich! Aus! Ah, bist du narrisch? Was denn du? Verschwind, hab ich gesagt. Ja, hab! Das ist der Dr. Justus Hallstein. Grüß Gott, Sie sind die Christel. Freut mich sehr. So habe ich Sie mir nicht vorgestellt. Na, wie denn? Naja, irgendwie älter. Aha. Christel, such mir doch mal die aktuellen Karteikarten raus. Wir schauen es dann bei mir drin an. Ja, habe ich schon gemacht. Die liegen schon drüben. Ja, bitte schön, Herr Kollege. Dankeschön. Herr Konrad, die Sprechstunde fängt erst in 20 Minuten an. Ich habe eine Kolik. Herr Doktor, ich habe starke Koliken, Krämpfe und Zuckungen und mir ist schlecht. Haben Sie was Falsches gegessen? Unsinn. Ich faste doch gerade. Das ist doch noch mitten im Fasching. Ich halte nichts von der christlichen Fastenzeit. Bei den Moslems ist jetzt der Ramadan und der ist viel gesünder und den mache ich jetzt. Drum habe ich gestern den ganzen Tag überhaupt nichts gegessen. Mhm. Und dann am Abend? Am Abend habe ich ganz normal gegessen, also Blutwurst, Rettichsalat, Sauerkraut und ein Bier dazu getrunken. Und dann habe ich die ganze Nacht kein Auge zugemacht, dann bin ich wieder aufgestanden, habe 2 Esslöffel Bierhefe zu mir genommen und dann ist mir noch schlechter geworden. Mhm. Ja. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Dr. Hallstein. Grüß Gott. Ja, er macht für mich Urlaubsvertretung. Ach so. Ja, jung sind Sie, wirklich jung.
Da müssen Sie schon noch einiges dazulernen. Also bitte, wenn Ihnen irgendetwas nicht klar ist, brauchen Sie nur mich zu fragen. Ich habe wirklich so viel durchgemacht. Ich kenne mich aus. Was geben Sie ihm denn? Placebo. Placebo? Dreimal täglich? Viermal täglich. Was? Viermal? Ja. Was, so schlecht geht's mir? Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ja, also dann. Wiedersehen, Herr Doktor. Ja, gern geschehen. Wiedersehen, Herr Doktor. Schade. Wiedersehen. Christel, der junge Doktor ist wirklich ein netter Mensch. Dem müssen wir helfen. Wir? Wobei? Ja, der weiß ja nicht einmal, was Placebos sind. Sie müssen ihm unbedingt sagen, dass das das einzige Medikament ist, was mir wirklich hilft. Und aus dem machen wir doch den Albert Schweitzer von Tirol. Ja. Ah, gnädige Frau. Schauen Sie mal, was ich da hab, Herr Bauer. Das könnte ja früher Moosmeier sein. Haben Sie einen Nachweis, dass diese Figur Ihnen gehört? Schauen Sie mal, wie meinen Sie denn das? Oh, gnädige Frau, um Gottes Willen. Wenn Sie wüssten, was heute alles passiert. Aber sind Sie sicher, dass Sie sie wirklich verkaufen wollen? Ich würde das sehr gerne für Sie übernehmen. Wirklich? Aber ja. Haben Sie ein echter Zertifikat? Nein. Das ist ein Erbstück, wissen Sie? Da müsste man natürlich eine Expertise anfertigen. Wären Sie bereit, die Kosten dafür zu tragen? Wenn es sein muss, ja. Natürlich, ja. Warten Sie einen kleinen Moment. Ich mache Ihnen einen Beleg, ja? Kleinen Moment mal. Ja, doch, ich. Kann ich Sie unter vier Augen sprechen? Ja, kommen Sie rein. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie freue. Es geht um Pascal. Er ist krank. Kann er nicht mit uns kommen? Sein Vater, mein Ex-Mann, war gestern Abend da. Er ist aus dem Gefängnis entlassen und wollte seinen Sohn sehen. Hat er Sie bedroht? Ich kenne ihn. Er ist immer noch eifersüchtig. Als er gesehen hat, dass ich schwanger bin und ganz offensichtlich glücklich, er wird keine Ruhe geben und wieder alles kaputt machen. Eigentlich ist es doch verständlich, dass er sein Kind sehen will. Er will mehr als das. Ich habe Angst, dass er ihn entführt. Bitte, Dr. Bogner, Sie müssen mir helfen. Pascal kann nicht zu Hause bleiben. Er muss sofort verschwinden. Ja, bringen Sie ihn gleich nach der Schule zu uns. Da wird er nicht vermuten. Wir passen gut auf ihn auf und dann sind wir sowieso weg. Danke. Aber auf Dauer ist es auch keine Lösung. Nein, mein Mann geht heute zum Anwalt. Wir versuchen, ein Kontaktverbot zu erwirken. Hey, Pascal!
Ich bin's, der Papa. Papa? Komm. Er kann dir nichts tun. Das jetzt? Sein richtiger Vater, der Mörder. Das ist der Mörder. Franzi! Hast du was zu beichten? Na, heute nicht. Grüße Gott, Herr Pfarrer. Ich wollte bloß einmal schauen, was für Kunstgegenstände da eigentlich sind. Warum? Na ja, weil ich hätte vielleicht eine heilige Barbara von Moosmeier. Meinen Sie, die Kirche wäre daran interessiert? Herr Franzi, wie kommst denn du zu sowas? Na, ich sage ja bloß vielleicht, sie ist gerade beim Antiquitätenbauer in Innsbruck für eine Expertise. Ja, die würde ich sofort kaufen. Wirklich? Ja, das würde mir schon gefallen, wenn ich hier auch so eine Figur hätte. Dann könnte sich der Herr Kollege in Telfs nicht mehr damit brüsten, dass nur er eine solche hat, der alte Angeber. Entschuldigung. Also, der Schätzwert, der ist über 100.000 Schilling, meint der Herr Bauer. Ach, Herr Franzi, das ist zu viel. Da könnt ihr doch eine Kollekte machen. Das kriegen wir nie zusammen. In diesen Zeiten. Also definitiv nein. Nein. Schaut. Schaut. Grüß dich, Peter. Grüß Gott, schöne Frau. Grüß Gott. Kommt rein. Vater, grüß dich. Grüß dich. Hast du schon gehört? Ja, ja. Ja, ich hab den Karl gestern Abend schon gesehen. War etwa bei dir. Er wollte den Pascal sehen. Und heute hat er ihm aufgelauert. Wir haben ihn deswegen jetzt schon zu Burgnes gebracht. Ich glaube nicht, dass er dem Buben etwas antun will. Trotzdem, ich wollte bitten, dass du ab morgen zu uns ziehst. Ich muss noch auf Geschäftsreise, davon hängen die Aufträge fürs nächste Jahr ab. Ich will die Angela nicht allein lassen. Mach ich. Danke. Du, wenn er sich noch mal meldet, vielleicht kannst du ja den Karl zur Vernunft bringen, dass er sie und den Buben in Ruhe lässt. Naja, ihr habt euch doch immer gut verstanden, ihr zwei. Und habt gut zusammengearbeitet in der Lawinenkommission. Ich werde es versuchen. Mama, Daddy muss auch mit. Na, certo, tesoro, der Bär kommt mit. Wollt ihr den ganzen Hausstand mitnehmen? Lass mich nur machen, von solchen Dingen verstehst du nichts. Wir fahren jetzt zu Franzi, die wartet schon auf uns. Kommst du mit? Nein, ich möchte die Buben nicht allein lassen. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin so unruhig. Der Pichler ahnt ja nicht, dass der Pascal bei uns ist. Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, der Maxl wäre in dieser Situation. Ich bin sicher, so etwas könnte uns niemals passieren. Und ja. Kannst du dir das mal ansehen? Ja, ich kümmere mich gleich. Du, das nächste Mal fahren wir zwei allein. Und dann bringe ich dir Skifahren bei, ja? Ja.
Also, Bussi. Ciao. Komm, Sie rein. Darf ich? Nein, jetzt. Gleich rechts, bitte. Warst du eigentlich beim Prozess dabei? Mm-mm. Wann hast du eigentlich deinen Vater das letzte Mal gesehen? Wie ich 8 war, glaube ich. Hast du nie angerufen oder ihn besucht oder so? Er hat mich ja auch nicht angerufen. Und er wollte nicht, dass wir ihn besuchen. Morgen kommen wir es dann zum Verband wechseln, ja? Das kann man ja Assistentin machen. Wann haben Sie denn die letzte Tetanusimpfung gehabt? Das weiß ich nicht, das ist schon lang her. Dann gebe ich Ihnen nachher noch eine Spritze. Ja, wie heißen Sie eigentlich? Bichler, Karl. Bichler? Ja, der Bichler. Der Mörder Bichler, wenn Sie es genau wissen wollen. Hast du ihn eigentlich vermisst? Am Anfang schon. Aber dann, wenn dich alle wegen deinem Vater blöd anschauen und deine Mutter sich die Augen ausholt, da kriegst du einen richtigen Hass auf ihn. Sag mal, glaubst du euch auch, dass er... Naja. Ja, sag's schon. Den Toni umgebracht hat. Du musst es ja nicht sagen. Nein, das hätte er nie gemacht. Sagt die Mama auch. Können wir nicht über was anderes reden? Die können alle sagen, was sie wollen. Das war ein Unfall. Ich hab plötzlich nicht mehr gewusst, ob ich vergessen habe, den Hang absperren. Und da ist dann mein Kollege, der Toni, losgerast, nachschauen, ob noch wer drinnen ist. Und da war es dann zu spät. Sie haben es vergessen gehabt? Ja. Ich war verwirrt. Der Toni und ich, wir haben einen Streit gehabt wegen meiner Frau. Faschingsball haben sie es nämlich drin miteinander, die zwei. Vor alle Leute. Kein Genie, oder? Jetzt hat es schon wieder einen neigen. Bitte schön, Herr Bichler. Sie tun Ihrer Frau bitter Unrecht. Naja, wenn man sehr eifersüchtig ist, da bildet man sich manchmal Dinge. Das ist keine Einbildung, das ist keine Einbildung. Sie hätten doch sehen müssen, wie die miteinander tanzt haben und geschmust haben, wie verrückt. Dann sind sie verschwunden, alle zwei, hat da jeder gesehen. Jetzt tut sie so, wie wenn sie ein Heiliger wäre. Ja, was hat denn der Toni gesagt zu ihrem Vorwurf? Gelacht hat er. Ausgelacht hat er mich. Und dann haben sie sich an ihm rächen wollen. Das hätten Sie jetzt gern, dass Sie ein Geständnis ablegen. Entschuldigung, ich habe mir gedacht, vielleicht ist es leichter, wenn man darüber redet. Ja, ja. Ich muss jetzt gehen zu meinem Sohn. Der soll erfahren, was seine Mutter für eine ist, dass sie eigentlich schuld ist und nicht ich. Soviel ich weiß, ist der Pascal in die Ferien. Sie kennen meinen Sohn? Na ja, ist Patient halt. Geht's ihm gut? Ich sag's von der Börste, Pascal. Können Sie mal sagen, wo ich ihn finden kann? Nein, da habe ich keine Ahnung.
schauen. Ab zu Hilfe schauen. Und passen Sie mal auf die Schwester gut auf. Ja. Für die Betten machen Sie. Ja, das war's. Wie das war's? Naja, war der letzte Patient? Schade. Wieso schade? Ja, war doch ein richtig schöner Tag. Mhm. So was habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Darum bin ich auch da geblieben. Ich habe immer das Gefühl, dass man richtig gebraucht wird. Das habe ich in der Klinik auch, nur geht es da manchmal ein bisschen hektischer zu. Wollen wir uns nicht weiter beim Essen unterhalten? Essen ist immer gut. Oder haben Sie mit dem Doktor noch was zu besprechen? Na, die sind voll im Reisefieber, das störe ich nur. Und wenn ich Fragen habe, habe ich ja Sie. Jederzeit. Gut, und dann gehen wir zum Angerer. Da können Sie dann gleich noch ein paar Leute kennenlernen. Aber ich warne Sie, bei uns im Dorf bleibt nichts verborgen. Herr Buckner, halt denn hier? Ja, danke gut. Wir sind mit den Hausbesuchen fertig, ja. Ja, war sehr schön. Vor allem der Topfenstrudel von der Huberin war ein Gedicht. Ja. Na, ich wollte jetzt mit der Christel essen gehen. Ach so, ja. Natürlich komme ich. Gut, bis gleich. Leider. Aus dem Abendessen bei Kerzenlicht wird nichts. Ach, Schott. Die Burgners wollen heute am Abend noch aufbrechen. Ist was passiert? Nein, nein, die wollen nur morgen möglichst bald auf der Piste sein. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ich bin ja noch ein Weilchen da. Franzi, da unterschreiben Sie. Na, da. Ja, jetzt geht's gut, stimmt, gell? Ja. So. Danke. Für dich. Ja. Meine Frau hat Ihnen zur Blutung übergeben für drei Leben. Und wenn sie bereit ist, mit Sicherheit. Was? Ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein frühes Werk von Alfons Moosmayer. Ich werde narrisch. Hast du was erfahren mit deiner heiligen Barbara? Ja, grüß Gott. Franziska Birchner hier. Ja, genau. Ja. Was? Wie viel sagen Sie? Ja, natürlich. Ja, umso besser. Ja, ja und die, naja, wie soll ich sagen, also diese, die Tierbilder, die ziehen Sie dann gleich da davon ab, gell's? Ja. Dankeschön. Und auf Wiederhören, Herr Bauer, gell's? Wiederhören. Und was ist jetzt? Echt? Echt. Und verkaufst du das? Sie ist schon so gut wie verkauft. Beim Antiquitätenbauer, da war schon ein Interessent. Der hat bloß noch auf die Expertise gewartet. Mei, hast du ein Glück. Jesus, na. Der Bankplatz, der wird auch machen. Papa, Sabina, komm mal, Anti. Ecco, wir kommen schon. Also ich rufe regelmäßig jeden Nachmittag an, falls irgendwelche Fragen sind. Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde Sie schon würdig vertreten. Aber nicht zu gut, sonst wollen die Leute am Ende nur noch zu Ihnen kommen. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Solange der Herr Konrad nicht zu mir überläuft, brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Viel Glück. Viel Spaß. Danke. Ciao. Gute Fahrt.
Grüß dich, Hans. Da bin ich. Was kann jetzt nicht hier? Das glaube ich. Wenn sie ihn schon versteckt von mir, dann sicher nicht bei dir. Ich habe mir gedacht, du kannst mir helfen. Aber schlafen kannst du hier nicht. Das will ich auch gar nicht. Aber wie soll ich sagen? Ein Geld, könntest du mir Geld leihen? Nein. Wir haben uns doch immer gern gehabt, wir zwei, wo wir noch eine glückliche Familie waren. Meinst du nicht, es ist besser, du verschwindest von hier. Das hat doch keinen Zweck, die alten Wunden aufreißen. Ja, aber deswegen will ich ja Geld. Ich will fort von da, weit fort. Ich muss ein neues Leben anfangen. Das ist ja gut, dass du zur Vernunft gekommen bist. Ja, warte einen Moment, ich hol dir Geld. Check. Damit müsstest du fürs Erste über die Runden kommen. Dankeschön. Jetzt sollst du zurück, wenn ich wieder aus dem Schneider bin. Lass mal. Pascal, komm, hilf mir ein bisschen.
Sag mal, darf ich dich was fragen wegen deinem Vater? Ich rede nicht gern drüber. Ja, jetzt, wo er wieder da ist, musst du vielleicht eine Entscheidung treffen. Schließlich ist es dein Vater und er will dich sehen. Er hat dich sicher sehr vermisst. Ich kenne ihn ja gar nicht mehr richtig. Ich glaube, er hängt sehr an dir. Deshalb droht er euch ja auch jetzt. Aber vielleicht beruhigt sich alles, wenn du Kontakt mit ihm aufnimmst. Mama hat doch viel zu viel Angst um mich. Ihr müsst vielleicht mal alle in Ruhe darüber reden. Sehen würde ich ihn schon ganz gern. War immer so lieb zu mir. Abends haben wir Klavier gespielt und Lieder gesungen. Vielleicht können wir nach den Ferien ein Treffen arrangieren. Jetzt ist er erst mal weg. Vielleicht meldet er sich ja nie wieder. Ich glaube nicht, dass er so einfach das Feld geräumt hat. Was soll er denn machen? Gegen uns alle. Im ganzen Dorf wird er niemanden finden, der ihm hilft. So gern wir alle den Toni gemocht haben. Und was ist, wenn der Pascal seinen Vater sehen will? Was machen wir dann? Wenn es so wäre, dann könnte man die Sache vielleicht sogar gütlich regeln. Hast du dir das schon mal überlegt? Na, das geht nicht. Dann denk doch mal, der Karl hat schon genug gebüßt, meinst du nicht? Schließlich war es damals ein schrecklicher Unglücksfall. Der Karl ist doch kein Mörder. Doch. Er hat es getan.
Wie bitte? Du hast doch immer gesagt, dass du an seine Unschuld glaubst. Ja, du warst die Einzige, die ihn immer verteidigt hat, trotz allem. Ja, aber das war nicht so. Der Karl hat es mir selber gesagt. Ins Gesicht hat es mir geschrien, wie irr. Er war ja ganz krank vor Eifersucht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh je, oh je, oh je. Ja, warum hast du geschwiegen? Warum hast du die Aussage verweigert? Ich hab's dann unter der Bedingung, dass er für immer aus unserem Leben verschwindet. Und jetzt hat er sein Versprechen gebrochen. Warum? Warum hast du einen Mord gedeckt? Mein Gott. Ich wollte dem Bum die Schand ersparen. Er sollte nicht wissen und auch nicht glauben, dass er der Sohn von einem Mörder ist. Wie hätte er mit sowas leben können? Wie? Sag's mir. Opa, die Franzi hat... Du ihm für ja nichts verraten, gell? Weil er kriegt nämlich sein Geschenk erst später, weißt du. Ist du nicht schön zu dick, da? Dass es nicht sieht. Da wird er schauen, gell? So. Hoppala. So. Kommt da rein. Jetzt geh rein. Grüß dich. So. Setz dich schön zu mir her. Schau mal, Pankratz. Schau mal her, was ich da hab. Yes, das war's nicht viel Geld her. Tja, Mai, wenn du dich nicht selber um deine verborgenen Schätze kümmerst, dann muss es halt ich tun, gell? Verborgene Schätze? Du hast auf dem Dachboden eine echte Moosmeier-Figur gehabt, nämlich die heilige Barbara, die ich gefunden hab. Ich hab sie schätzen lassen. Sie ist echt. Ein Frühwerk, hat der Experte gesagt. Die haben verkauft, ist sie auch schon. Was sagst du jetzt? Echte Moosmeier, hat der Experte gesagt. Ich hab sie geschnitzt, wie ich 16 war. Ich hab die Barbara aus der Elfs nachgemacht. Als Schularbeit, ja. Nur das Gewand habe ich geändert. Ich hab einen Einser gekriegt dafür. Na, sowas. Ein Frühwerk von Moosmeier, hat er gesagt, der Experte. Vielleicht wäre es besser gewesen, wir hätten Dr. Hallstein von Pascals Problem erzählt. Na, umso besser, wenn er nichts weiß, dann kann er sich auch nicht verplappern. Jetzt lass uns erst mal unsere Ferien genießen. Hier oben kann uns nichts passieren und wenn wir zurück sind, dann sehen wir weiter. Halt, halt, gut, wir ergeben uns. Auf die Brettel, los, auf geht's. Mit der Angela reden. Gott, das hat doch keinen Sinn. Du hast doch gesagt, du verschwindest. Dann misch dich doch nicht ein. Das geht nur sie und mir was an. Gott, das hat doch keinen Sinn, weil du gesagt, du verschwindest. Was erzählst du über mich da herum? Was haben wir denn abgemacht? Du machst schon alles kaputt. Ich? Weißt du, es ist mir wurscht, wenn wir die Leute wie einen Aussätzigen behandeln, aber unseren Sohn, mein Buben, möchte noch einiges erzählen. Karl, bitte.
Hol ihn her und lass mich mit ihm reden und dann verschwinde ich. Ehrenwort. Na, verschwind auf der Stelle. Hol ihn her. Er ist nicht da. Hol ihn her, wo ist er denn? Er ist an einem sicheren Ort. Komm, jetzt hol ihn her, ich sag's nicht nur einmal. Gau, ich hol die Polizei, wenn du jetzt nicht gehst. Also sicher noch Bewährung. Karl, bitte. Wir haben uns doch einmal gern gehabt. Und wenn du den Buben immer noch magst, lass ihm seinen Frieden. Und mir auch. Du hast es damals versprochen. Es ist das Beste für uns alle. Angela, warum hast du mir das alles angetan? Ich hab da nichts angetan. Es war nichts mit dem Toni, ich schwör's dir. Ich hab nur tanzt mit ihm. Er hat allen Frauen schöne Augen gemacht, das weißt du doch. Angela, pass auf. Wir fangen wieder neu an. Wir zwei. Mit unserem Buben. Wir gehen weit fort von da und fangen ein neues Leben an. Das ist zu spät, Karl. Ich hab ein neues Leben. Kapier das doch. Ja, ja, schon gut. Grüß mal, mein Burm. Weiter zu Schwarz. Oder wir fahren in den Ziehweg zu Roten. Da sind gute Sprünge. Genau, das können wir machen, oder? Die schwarze Abfahrt, Buckelpiste, ihr seid verrückt. Das schaffe ich doch nie. No. Ich bin doch bei dir. Oho, der Skigott persönlich. Du, das schaffe ich locker. Ja. Und ab jetzt sieht er mich nur noch von hinten. Hey. Glauben, dass gar nichts zwischenkommen ist. Ich finde es auch wunderbar, dass wir endlich mal Zeit füreinander haben. Wenn ich an den Pascal und seinen Vater denke, da habe ich schon gut. Da schauen wir heute Nachmittag auf jeden Fall mal vorbei, ja? Mhm. Haben wir denn von dem noch genügend da? Ich schau mal nach. Morgen, Herr Doktor. Ich habe Ihnen ein paar Sachen mitgebracht, die Sie zu meiner Behandlung brauchen. Also wirklich, Konrad, mein Name. Den Namen wird man sich merken müssen. Ich meine rein Medizingeschichte. Herr Doktor, was ist denn mit Ihrem Auge los? Bitte nehmen Sie einen Augenblick Platz, das muss ich mir ansehen. Schauen Sie sich nicht öfters in den Spiegel, um sich zu kontrollieren? Manchmal ungern. Ja, aber das, was da zu sehen ist, bitte, das sind Ansätze von Cholesterinablagerungen. Aha.
Ja, das ist natürlich rein psychosomatisch, nicht? Das kommt vom Stress, der viele Stress. Aber es ist ja schließlich kein Wunder, wenn man in so jungen Jahren schon so eine schwere Aufgabe übernehmen muss. Augenspiegel bitte. Arzt, Herr über Leben und Tod. Ja, wissen Sie, mit dem Augenspiegel, da kann man ja alles sehen. Und in den Augen sind alle Krankheiten sichtbar. Darf ich noch mal? Ja, bitte, gerne. Ja, bitte, ja. Typisch, ganz typisch. Na gut. Herr Doktor, ich kann Ihnen nur sagen, passen Sie auf Ihre Leber auf. Tja. Herr Konrad, ich bin zutiefst gerührt. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um unser beider Leben zu retten. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Bitteschön. Vielleicht könnten Sie mir eine Herzuntersuchung machen. Ein kleines EKG? Das wäre schön. Das ist Betrug. Sowas mache ich nicht. So ein Schmarrn. Was heißt denn Betrug? Das ist doch nicht dein Problem, wenn sich der expertiert, oder? Du, bei der Pankratz, jetzt denk doch einmal nach. Es weiß doch niemand, dass es eine Kopie ist. Doch, ich. Dickschädel, Missraulicher. Könntest du mal ein bisschen extra Geld verdienen und nimmst die Chance nicht wahr? Komm nicht in Frage. Du wirst herausfinden, wer sie gekauft hat, und dem geben wir das Geld zurück. So, los. Ruf an. Ich verbinde. Ja, grüße Gott. Franziska Birchner hier. Sie, können Sie mir sagen, wer die Figur gekauft hat? Weil ich täte sie mir nämlich zu gern noch einmal anschauen. Ich bin doch so an dem Stück gerangen, wissen Sie. Sagen Sie das noch einmal. Ja, danke schön. Ich weiß, wo das ist. Danke, wiederhören. Weißt du, wer sie hat? Unser Herr Pfarrer. Lieber Herr Marisch. Ah, das tut weh. Sie können sich wieder anziehen, Frau Knellinger. Wie schaut es denn mit dem Appetit aus? Leider Gott, komm. Ist es was Schlimmes, Herr Doktor? Nein, es ist nicht ganz so schlimm. Sie haben eine Nierenbeckenentzündung. Ich gebe Ihnen ein Antibiotikum und ein Schmerzmittel. Und dann ab ins Bett. Mit 39,5 ist nicht zu scherzen. Ins Bett, Sie sind gut. Wer soll nachher die Kühe melken? Na, der Bauer. Der wird mir was pfeifen. Na, wenn der Ihnen was pfeift, dann werde ich ihm zeigen, wo der Bartel den Most holt. Das darf ihm leid passen. So. Alle 6 Stunden einnehmen, bitte. Gut. Und dann melden Sie sich wieder. Dankeschön, Herr. Wiederschauen. Für Gott. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann rufen Sie mich an, dann komme ich zu melken. Sie. Christel, der Nächste, bitte. Keiner mehr da. Mittagspause. Ich habe Ihnen in der Küche was hergerichtet. Oh, wo kommt denn der her? In der Post war der nicht. Ach, der hat gestern Abend jemand vor die Tür gelegt. Vielleicht ein heimlicher Fan von Herrn Dr. Burgner. Na, ich weiß nicht. Vielleicht ist was Wichtiges. Soll man nicht aufmachen? Na, Briefgeheimnis ist Briefgeheimnis. Außerdem hat er gesagt, er ruft heute an. Vielleicht ist es besser so. Also, was gibt's? Ich hoffe, Sie essen mit mir. Das ist ein Anfängerclip. Und zeig mal, was du drauf hast. Ich muss ja gerade reden. Meine Oma fährt ja besser als du. Ja, ja. Red jetzt nur. Ich bin sowieso der Beste. War wohl doch ein bisschen anstrengend für den ersten Tag. Ja, vielleicht schon. Ich spüre es ganz schön in den Beinen. Könnten wir es nicht für heute mit dem Skifahren lassen und zur Hütte zurückgehen? Na siehst du, jetzt kommen wir doch noch zu unserem kleinen Mittagsschlaf. Oder so? Wisst ihr was, Burschen? Ich will noch in der Praxis anrufen. Und Julia? Ich fahre mit Sabina runter in die Hütte und wir treffen uns dann um 3:30 oben bei der Kapelle, ja? Ja, wir treffen uns bei der Kapelle. Ciao. Ciao.
Schön ist sie schon. Sag ich doch. Komm, geh mal. Du wirst mir nicht zuerst im Hauptberat die Wahrheit sagen. Weißt was? Wir könnten die heilige Barbara doch stiften. Wir geben einfach das Geld zurück, also dem Pfarrer. Ja, ist eine gute Idee. An dem Platz hat sie dir recht gefehlt. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Okay, Franzi, da schaust. Ich habe sie selbst bezahlt. Ja, ich musste sie ganz einfach haben. Was hätten sie machen, wenn sie erfahren, dass sie eine Kopie ist? Ich habe das Zertifikat, das genügt mir. Und außerdem, selbst wenn nicht, würde sie auf jeden Fall behalten. Sie ist viel schöner als die in Telfs. Ich habe da eine Idee. Ja? Wir stiften die heilige Barbara der Kirche. Ich zahle Ihnen das Geld, das sie kostet hat. Das nehme ich natürlich gerne an. Das sage ich ein herzliches Vergelt's Gott. Ja. Pankratz, ich möchte auch was stiften. Schau. Geh doch nicht da herinnen in der Kirche, Pankratz. Warum nicht? Viecher sind ja auch Geschöpfe Gottes. Was ist denn das? Es gäbe viele so schöne Tage, die wir gemeinsam glücklich verbringen. Hörst du mit mir doch immer? Schon 3 Uhr. Ach, höchste Zeit. Ich mache uns einen Kaffee. Ich rufe inzwischen in der Praxis an. Ja, Grüßl? Ja, ich bin's. Nein. Wir haben ja eine kleine Auszeit genommen. Ja, die Buben, die treffe ich um 3:30 Uhr an der Kapelle. Ist der Dr. Hallstein da? Nein, der ist gerade zur Hubering gefahren. Nein, ich glaube nicht, dass es was Schlimmes ist. Ich glaube eher, sie war so begeistert von ihm, dass sie ein bisschen simuliert hat. Jetzt bleiben Sie ja, wo Sie sind. Nein, sonst ist nichts passiert. Ah ja doch, hier liegt der Brief an Sie persönlich. Wir wussten jetzt nicht, ob wir ihn aufmachen sollten. Ja, Moment. Ich weiß, dass Sie den Buben haben. Er soll morgen um 14 Uhr am Windsack unterm Rohkugeljoch sein. Sonst wird es ein schreckliches Unglück geben. Keine Polizei. Ja, um Gottes Willen. Was heißt denn das? Ja, das ist vom Bichler, Karl. Ich fahr sofort hin, das ist hier ganz in der Nähe. Rufst du bitte bei der Frau Sommerer an. Ich melde mich dann, wenn ich ihn gefunden habe. Vierte. Ist was passiert?
Der Bichler hat mit einem Unglück gedroht, wenn er den Buben nicht kriegt. Irgendwie muss er doch mitgekriegt haben, dass er bei uns ist. Wir müssen sofort den Pascal holen. Wenn ihn sein Vater nicht schon gefunden hat. Das glaube ich nicht. Da hat er keine Ahnung gehabt, dass wir hier sind. Sonst hätte er den Brief nicht in die Praxis gebracht. Ich fahre dahin, wo wir uns mit dem Buben verabredet haben. Schaffst du das? Ja, ich glaube schon. Thomas? Pass auf dich auf! Ja. Kennst mich doch! Geh mal rüber. Weißt du, dass sie den Buben haben? Er soll morgen um 14 Uhr am Windsack und am Rotkugeljoch sein. Sonst wird es ein schreckliches Unglück geben. Keine Polizei. Jetzt ist es nah. Ist denn der narrisch worden? Das Ultimatum ist ja schon vorbei. Dr. Bogner ist schon unterwegs zum Karl. Weißt du, wo dein Bub ist? Die Christel hat gesagt, dass sie sich um 3:30 oben an der Kapelle treffen wollten. Also weiß der Karl nicht, wo der Pascal ist? Na. Der glaubt, er ist im Doktorhaus. Luis, fällt da nichts auf? Wo der Karl wartet? Mein Gott. Dieselbe Stellen. Genau. Unterhalb vom Rotkugeljoch. Wie damals. Du weißt doch, was er vorhat. Du meinst springen? Du hast das ja schon mal gemacht. Wenn's wieder über ihn kommt. Moment dann. Soll das heißen, er hat wirklich damals. Mein Gott. Grüß dich, da ist der Luis. Ich brauche sofort einen Hubschrauber. Ja. Christel, pass auf. Hat der Doktor gesagt, dass. Aha. Die sind also wirklich an der Kapelle. Mit dem Buben. Ja, danke. Nein, wir holen schon runter. Sie muss sofort zum Karl. Vielleicht kann ich ihn zur Vernunft bringen. Okay, Angela, das geht doch nicht in deinem Zustand da. Dann ist der Bub ganz in der Nähe von Karl. Scheiße! Wenn er springt, ist alles aus. Ich muss zum Karl. Oh. Es kommt so schnell. Du musst zum Doktor. Ja. Ganz ruhig. Angela, ganz ruhig. Komm. Vorsicht. Pass schon auf. Pass schon auf. Komm mal rauf. Schnell. Ja. Ganz ruhig.
Eichler, was machen Sie denn da? Ich will mein Kind. Lass mich erklären. Ich will mein Kind. Der Pascal hat noch nicht kommen können. Komm, lass uns miteinander reden. Da wird nichts mehr geredet. Ich will mein Kind. Bichler, mit Gewalt geht da gar nichts. Das werden wir sehen. Bist du wahnsinnig? Das sind Leute! Da ist niemand mehr, nur du und ich. Dein Bub ist da! Sie sind vielleicht schon wieder bei der Hütte. Ich habe sie nicht gesehen. Hoffentlich. Nein, da kommen sie. Schnell unter den Felsen! Wieso denn? Oben auf der Jausenstation ist ein tolles Fest. Ja. Unter den Felsen, habe ich gesagt! Los, komm. Schnell. Beeil dich! Das kann doch nicht so schwer sein, die Bindung reinzukommen. Thank you.
Mama, ich meine Tante und